Feldner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Feldner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Feldner live. Die Umfrage der Woche. So, ein bisschen später als sonst kommen wir heute zum Höhepunkt von Feldner live am Donnerstag, dem Programmpunkt, auf den Sie am Donnerstag immer schon warten, auf unsere aktuelle Umfrage. Wie steht's in dieser Woche? Wie schaut die Sonntagsfrage aus? Wie schaut das Politikbarometer aus? Kanzlerfrage. Und wie ist es mit der Stimmungslage der Österreicher? Ist es wahr, dass die Stimmung in dem Land immer schlechter und die Wirtschaft immer mehr unter Druck gerät? Zugeschaltet wie immer am Donnerstagabend ist uns Professor Werner Beutelmeier vom Lazarsfeld-Institut, der Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft. Danke, Herr Professor, dass Sie sich Zeit nehmen am Donnerstagabend wie immer. Und danke, dass wir die spannende Umfrage dieser Woche gemeinsam miteinander analysieren können. Wie immer, Sie wissen das schon, Lazarsfeld-Umfrage, das heißt 1000 Interviews pro Woche. Und daraus schließen wir, es gibt nicht nur 1000 Interviews, sondern die werden in zwei Wellen von zwei Wochen sozusagen aufgerollt. Das heißt 2000 Interviews pro Umfrage, besonders hohe Verlässlichkeit, besonders niedere Schwankungsbreite, auf die wir dann bei den einzelnen Fragen noch eingehen werden. Und damit eine Umfrage, die mit Abstand das höchste Sample hat, das in Österreich von Politumfragen erreicht wird. Herr Professor, Donnerstagabend, es geht los. Wir schauen wie immer auf die aktuelle Sonntagsfrage und da sehen wir, es gibt eine leichte Korrektur, wenn wir uns das gleich einmal anschauen. Die ÖVP erholt sich minimal und steigt von vor einigen Wochen 20%, letzte Woche 21%, in dieser Woche auf 22%. Die SPÖ legt ebenfalls wieder 1% zu, steigt auf 27%, muss man allerdings dazu sagen, dass sie bereits über 30% war vor einigen Wochen. Und die FPÖ verliert zum allerersten Mal seit ihrer Aufholjagd in den letzten Wochen 1%, Korrektur sozusagen. Das heißt, auch da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. 24% für die FPÖ. Das heißt, die ersten drei Plätze haben sich jetzt ziemlich verfestigt. Die SPÖ schwächer als in ihrer Hochzeit im Frühjahr und Frühsommer, nur mehr unter Anführungszeichen bei 27%, aber Platz 1. Die FPÖ mittlerweile der Erfolgslauf gestoppt, 24%, aber klare Nummer 2. Und die ÖVP kommt von der Nummer 3 mit 22% nicht weg. Herr Professor, dieses Spitzentrio, wie analysieren Sie das? Wie analysieren Sie die SPÖ auf Platz 1? Wie analysieren Sie den plötzlich etwas gestoppten Erfolgslauf bei der FPÖ? Ja, zunächst guten Abend aus Linz und die Zahlen, die jetzt so stabil ausschauen, die haben natürlich ganz klare Hintergründe, die man erklären kann. Man könnte sagen, na, da hat sich nicht viel getan. Das liegt ein wenig an unserer statistischen Vorgangsweise. 2000 Befragte, zwei Wochen als stabiler Anker, um hier Zufallseffekte stärker ausschließen zu können. Aber eines zeigt sich ganz deutlich. Wir sind 6 Wochen vor Weihnachten. Es herrscht große Aufregung im Lande. Wie wird das Weihnachtsgeschäft und es gibt große Ratlosigkeit. Wie schaut die Stimmung aus? Wir werden heute noch sehen, dass die Stimmung nicht nur für die wirtschaftlichen Gefühlswelten und Kauflaunen relevant ist, sondern auch für die Politik. Und wenn wir heute hier bei der FPÖ, Sie haben so eben gesagt, naja, die Entwicklung nach oben ist gebremst, naja, minus 1 heißt einmal, war schon höher, aber offenkundig, und das sehen wir heute ganz deutlich in den Stimmungsdaten dann anschließend, wir haben diese Woche eine Verbesserung, eine tendenzielle Verbesserung der Stimmung, nicht viel. Ja, das werden wir dann eh ausführlich erklären, ein wenig später. Aber offenkundig, wenn die Stimmung sich aufhält, geht es der FPÖ ein wenig schlechter. Also da gibt es eine negative Stimmungselastizität, die sich diese Woche oder bei dieser Erhebung ganz eindeutig ausdrückt. Wichtig für die ÖVP, der Fall ins Bodenlose, nämlich unter die 20%-Marke, der ist ausgeblieben. Und die ÖVP war ja knapp dran. Und da ist ja noch einiges zu erwarten.
Thomas Schmidt so als Stichwort. Maßnahmen der Bundespolitik, wo Geld verteilt wurde, die Bevölkerung war nicht wirklich begeistert davon. Das heißt, ÖVP, kein Fall ins Bodenlose, stabilisiert sich, hält die 20%-Marke, hat ein bisschen Luft zum Atmen. FPÖ korreliert mit der Stimmung, nämlich negativ, sinkt die Stimmung, steigen die Werte der FPÖ. Diese Woche war die Stimmung ein bisschen besser, aber dazu noch viel Genaueres ein wenig später. Und bei der SPÖ, ja, die SPÖ hält eigentlich seit Wochen, seit Monaten die Pole Position. Allerdings, und das muss man hier einräumen, die Werte waren schon höher. Da war schon ein Dreier vorn. Und da ist es schon spannend, offenkundig gelingt es der SPÖ gar nicht nachhaltig oder so sehr, wie man es vermuten könnte, das Megathema Teuerung ins Rennen zu bringen. Da sind sie stark, da haben sie also eine Kernkompetenz, eine Markenkompetenz. Aber die augenblickliche Situation scheint stabil zu sein. Es ist ein Vorsprung da, aber der Vorsprung ist ziemlich hauchdünn. Wenig Bewegung in den hinteren Reihen. MFG können wir im Augenblick ziemlich abschreiben. Das Thema geht ab. Die Bundespräsidentenwahl hat, glaube ich, auch letztlich gezeigt, da ist viel Luft heraußen oder viel heiße Luft drin. Grün und Neos, naja, die matchen sich. Ich habe mir die Werte angeschaut. Wie war das genau vor einem Jahr? War bei den Grünen und bei den Neos nicht sehr viel anders. Da war in etwa ein identisches Kräfteverhältnis. Vor einem Jahr war nur die ÖVP wesentlich besser. Vor einem Jahr war nur die SPÖ wesentlich schlechter und vor einem Jahr war auch die FPÖ etwas schlechter. Also je nachdem, wohin wir den Vergleich ziehen, welche zeitliche Latte wir anlegen, ist es sehr wohl spannend und zeigt sich sehr wohl eine Veränderungsmechanik, die durchaus plausible Hintergründe besitzt. Ja, und dann haben wir, Herr Professor, weil ich weiß, dass Sie das sehr gerne sozusagen analysieren, einmal das Ganze nach Detaildaten hergerichtet, und zwar in den Strukturdaten zunächst einmal nach dem Alter. Wie wählen denn die Österreicher nach den Altersgruppen, wenn jetzt eine Nationalratswahl wäre? Und da sieht man, die ÖVP hat sich, oder man könnte auch sagen, die Jungen haben sich von der ÖVP verabschiedet. Da ist in der jüngsten Zielgruppe überhaupt nur noch 7% zu verzeichnen, bei den 16 bis 29, also bei den unter 30-Jährigen. 30 bis 39 auch nur 9% und erst ab 40 beginnen die ÖVP-Wähler. Und interessant, durchaus interessant, bei den Pensionisten, wo offenbar auch der Klimabonus besonders gut angekommen ist, ist die ÖVP in dieser Woche erstmals wieder die stärkste Partei. Auch die SPÖ bei den älteren Jahrgängen sehr stark, allerdings überraschend, die SPÖ entgegen früheren Zeiten, etwa aus der Faymann-Ära, als sie die Lieblingspartei der Pensionisten war, jetzt auch bei jungen Wählern stark, immerhin 17% bei den unter 30-Jährigen und beachtliche 19% bei den unter 50-Jährigen. Also da liegt die SPÖ überraschend stark. Die SPÖ hat erstmals nach langer Zeit wieder Jungwähler und liegt bei den Jungwählern auf Platz 2. Die FPÖ relativ unaufregend in der Altersstruktur, bei den Jungen bei weitem nicht mehr so gut wie früher, hinter der SPÖ zurück. Die stärkste Zielgruppe der FPÖ sind die arbeitenden Menschen zwischen 50 und 59, sozusagen kurz vor der Pensionierung, die mit dieser Regierung besonders unzufrieden sind. Und dort hat die FPÖ 26%. Und in dieser Zielgruppe der unter 59-Jährigen ist sie die stärkste Partei. Und die Grünen nach einiger Zeit erstmals wieder stärkste Partei bei den Jungen, stärkste Partei mit 18% bei den unter 30-Jährigen, stärkste Partei auch bei den unter 40-Jährigen. Allerdings, wenn wir dann schauen zu jener Kategorie ganz rechts außen, der Befragten, die sagen, ich weiß nicht oder keine Partei, dann ist das bei den Jungwählern mit Abstand die größte Gruppe. 36% der unter 30-Jährigen sagen, ich wüsste nicht, welche Partei ich derzeit wählen soll. Und 36% der unter 39-Jährigen sagen, am liebsten keine der zur Auswahl stehenden Parteien. Herr Professor, Ihre Analyse dieser Altersstruktur?
Struktur ist ähnlich wie die Bildungsstruktur und die regionale Verteilung der Wähler eine ganz spannende Schlüsselgröße. Denn sie zeigt die Qualität der Wähler, sie zeigt irgendwo die Stabilität der Wählerschaft, sie zeigt auch, inwieweit eine Wählerschaft schief liegt, eine andere Verteilung besitzt als der Bevölkerungsquerschnitt. Und da zeigt sich ganz eindeutig, nämlich in den zuletzt genannten, die also sagen, keine dieser Parteien ist für mich wählbar, dass es die bis 40-Jährigen ganz besonders sind, die sagen, ich möchte politisch mich artikulieren, aber ich finde kein entsprechendes Angebot. Keine der Parteien passt mir, taugt mir rein in mein Konzept, bildet meine Wünsche, meine Bedürfnisse ab. Das heißt, wir haben eine große Irritation bei den Jungen. Dort ist eine ungeheure Beweglichkeit drin, dort ist eine ungeheure Chance auch drin. Und wenn man davon ausgeht, dass bei den nächsten Wahlen wiederum starke Veränderungen sein werden, dass also eine hohe Wählermobilität, eine hohe Wählerbeweglichkeit da sein wird, dann ist es besonders wichtig, bei diesen jüngeren und mittleren Segmenten eine gute Ausgangsposition zu haben. Und da ist die ÖVP natürlich nicht gut aufgestellt. Also mit nur 7% im jüngsten Segment bei den unter 30-Jährigen, aber mit 27% bei den Pensionisten, bei den 60+, da ist eine eindeutige Schieflage. Relativ ausgewogen SPÖ und FPÖ, da ist es gelungen, offenkundig breite Wählerschichten anzusprechen, breit verankert zu sein, auch Angebote für die Jungen zu offerieren und natürlich nicht überraschend Grün deutlich jünger positioniert, Neos ebenfalls deutlich jünger positioniert. Also da gibt es Hausaufgaben, politische Hausaufgaben zu lösen und dieses Strukturproblem in der ÖVP, dass es eine Partei geworden ist, die offenkundig zu tun hat, trotz zum Teil sehr junger Funktionäre. Ja, es war ja eine ganz junge Truppe jetzt am Ruder. Diese jungen Segmente zu halten und anzusprechen, aus diesen Daten würde man sagen, ja, es werden die Pensionisten gut bedient, da gibt es eine hohe Identifikation, die sind gleichzeitig auch treue Stammwähler, also berechenbar, aber der Markt, die Veränderung, die Beweglichkeit am politischen Markt wird von den Jungen und Mittleren gemacht und wer da nicht dabei ist, der wird es enorm schwer haben bei den nächsten Wahlgängen. Und dann haben wir die nächste Zielgruppe und da erwartet sie eine echte Sensation. Wir haben, weil das der Herr Professor auch sehr gerne analysiert, abgefragt nach dem Geschlecht. Wer wählt welche Partei? Männer und Frauen. ÖVP etwas überraschend, 15% der Männer würden die ÖVP wählen, 17% der Frauen. Das sind Rohdaten, bitte. Deshalb sind da natürlich keine 22%, wie in der hochgerechneten Sonntagsfrage, sondern das sind diejenigen, die absolut sicher auf Anhieb sagen, ich wähle ÖVP. Das sind 15% Männer, 17% Frauen. Und jetzt die große Sensation, SPÖ, die SPÖ hat, und das sehen wir bereits seit mehreren Monaten, die Frauen verloren. Die SPÖ ist zu einer fast reinen Männerpartei geworden. 27% der Männer würden SPÖ wählen, aber nur 13% der Frauen. Das ist insofern geradezu absurd, weil ja die SPÖ mit einer Spitzenkandidatin wie Pamela Rendi-Wagner antritt. Allerdings, wenn man sich die Persönlichkeitswerte anschaut, etwa bei der Kanzlerfrage, sieht man, dass Pamela Rendi-Wagner bei den Frauen extrem schlecht ankommt. Man kommt, das glaubt es kaum, aber Rendi-Wagner kommt bei den Frauen nicht an und deshalb hat die SPÖ die Frauen verloren. Und die Frauen sind in den Wartesaal gegangen, wie wir ganz rechts außen sehen. Denn während insgesamt 22% der Männer sagen, sie wüssten nicht, welche Partei sie jetzt wählen sollen, sind es bei den Frauen 39%. Das ist ein fast irrwitziger Wert. So etwas haben wir, glaube ich, Herr Professor Beutelmeier, in den Umfragen überhaupt noch nie gehabt. 39% der Frauen sagen, sie wissen nicht, wen sie wählen sollen. Wie gibt es das überhaupt, Herr Professor? Also das ist ein besonderes Zuckerl, was die Ergebnisse anbelangt, denn Frauen tun sich zum Teil mit der politischen Nähe schwerer. Sie sind distanzierter, sie beschäftigen sich zum Teil nicht so intensiv wie die Männer mit dem Thema. Das mag ein Grund sein, aber hier zeigt sich deutlich, unentschieden ist so eine Kategorie, die signalisiert, da ist etwas in Bewegung, da verändert sich etwas. Und wenn man diese Unentschiedenen in Korrelation
Konfrontation setzt mit den Affinitäten zu den einzelnen Parteien, dann fällt vor allem bei der SPÖ auf, dass eigentlich trotz einer jungen oder jugendlich wirkenden Spitzenkandidatin die Affinität der Frauen verloren gegangen ist. Männer erteilen durchaus ihren Zuspruch, da sind die Werte völlig okay, aber bei Frauen ist hier eine Anomalie in den Daten festzustellen. Ich würde sagen, das bedarf einer tiefergehenden Betrachtung. Da sollte die SPÖ einmal eine genauere Analyse machen, woran das liegt, ob das nur ein Flüchten ins Wartehäuschen ist. Diese 39% Unentschiedenen sind möglicherweise schnell abzuholen, aber es ist auffällig. Es ist auffällig, dass hier eine gewisse Verschiebung, eine gewisse Anomalie, eine untypische Geschlechterpräferenzsituation entstanden ist. Und da muss man gleich dazu sagen, ein Umfrageirrtum ist nahezu ausgeschlossen. Das sind 2000 Interviews. Die Schwankungsbreite, wenn wir die Grafik noch einmal herzeigen, beträgt 3,2%. Also das können maximal nur 16% der Frauen sein, die SPÖ wählen. Und auch rechts ist die Schwankungsbreite so gering, dass es zwischen 36 und sogar 42% der Frauen sind, die sagen, ich weiß nicht. Also da ist kein statistischer Fehler drin, sondern das ist eine sensationelle Veränderung der innenpolitischen Landschaft, an der wir jetzt einige Zeit knobeln werden. Warum ist das so? Warum verliert ausgerechnet die Partei mit der Frau an der Spitze die Frauen? So ist es. So. Und dann haben wir als nächstes die Frage zur österreichischen Bundesregierung, nämlich wie stabil und gut ist die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung und wie zufrieden sind sie damit? Na, das kennen wir schon seit einer gewissen Zeit. Wir haben etwas mehr als 50%, das heißt 52%, die sagen schlecht, 33% sogar sehr schlecht, das ist dieser seit Wochen anhaltende Rekordwert. Und wir haben 24%, also mittlerweile weniger als ein Viertel, die sagen, ich bin zufrieden mit dieser Regierung, sie arbeitet gut. Das ist natürlich ein verheerendes Zeugnis, oder Herr Professor? Ja, also hier muss man sogar noch die Unentschiedenen mit ins Boot holen. Und wenn man dann sagt, 24%, die sind einigermaßen zufrieden mit der Performance, wobei begeistert sind nur 7, also 7% in der Bevölkerung. Magere 7% preisen die Arbeit der österreichischen Bundesregierung. Aber sind wir ein bisschen großzügig, Interpretation 7 plus 17 sind 24. Der Wert auf 100, der sich da ergibt, sind 76%, 3/4 der Österreicher sind angefressen. Was die Regierung derzeit macht, sind unzufrieden und 33% sind echt verärgert. Sehr schlecht ist Verärgerung. Da geht es also wirklich um eine Emotionalisierung, um eine negative Emotionalisierung. Also jeder Dritte, der ist ziemlich sauer, wenn er den Begriff oder das Wort Bundesregierung hört. Also da tut sich emotional was und der Wert wird und wird nicht besser. Natürlich, wir werden es dann auch in den Trenddaten sehen, wo wir die Veränderung im wirtschaftlichen und im sozialen Lebensgefühl sichtbar machen. Es hat sich ja nichts zum Besseren verändert. Im Gegenteil, es wird immer schwieriger. Die Zukunftsaussichten sind extrem eingetrübt. Und das findet sich letztlich auch in der Beurteilung der Regierungsarbeit wieder. So, dann kommen wir jetzt wie immer am Donnerstag zur Kanzlerfrage und beginnen zunächst einmal mit den Rohdaten, also mit der ungestützten Beantwortung dieser Frage. Wen würden Sie bei einer Direktwahl zum Kanzler wählen? Und da sehen wir, dass Karl Nehammer Stück für Stück aufholt, jede Woche ein Prozental dazu. Und in dieser Woche hat er erstmals nach langer Zeit wieder Pamela Rendi-Wagner in der Kanzlerfrage eingeholt. Jetzt sind die zwei ex aequo. Beide würden von 17% der Österreicher direkt gewählt werden. Das ist natürlich ein Katastrophenwert. Nur 17% würden den regierenden Kanzler wiederwählen bei einer Direktwahl und auch nur 17% die überall präsente Gegenkandidatin der SPÖ. Aber wenn Sie ganz nach rechts schauen, 42% bitten fast händeringend die Interviewer, gebt uns bitte einen anderen Kandidaten. Wir können mit denen nichts anfangen. Wir wollen jemand anderen. Von den hier zur Auswahl stehenden würden wir keinen wählen, Herr Professor.
Ja, nachdem die politischen Parteien eigentlich so zum völlig unsympathischen, unglaubwürdigen, heimlichen Konstrukt geworden sind. Also die Bevölkerung kann also mit politischer Partei gar nichts anfangen, ist extrem kritisch und misstrauisch. Umso mehr kommt es eigentlich auf die strahlende Persönlichkeit des Spitzenkandidaten, des Spitzenpolitikers an. Und wenn man sich jetzt diese Werte anschaut, dann ist von strahlend der Persönlichkeit, von einer Führungsqualität, von persönlichen Tugenden nichts zu finden. Es sind erbarmungswürdige Werte für einen amtierenden Kanzler 17%, für einen Vizekanzler 7%. Da bleibt nicht sehr viel Zuspruch, aber auch die SPÖ, Rendi Wagner, kommt nicht vom Fleck, lag schon ein wenig besser, aber ist jetzt wiederum nur auf Augenhöhe. Also da geht es in letzter Zeit immer so einen Prozentpunkt rauf, einen Prozentpunkt runter. Also da wird spannend, wie es weitergeht. Das kann ganz, ganz knapp werden. Aber noch einmal, von einer strahlenden Politikerpersönlichkeit sind alle die abgefragten Personen weit entfernt. Das drückt auch eine tiefe Frustration der Österreicher aus. Also die Leitfigur, diese Galionsfigur, der man zutraut, das politische Zukunftsgeschäft Österreichs sinnvoll zu lösen, Entwürfe zu machen, die uns in eine neue Zukunft führen, die diese augenblicklichen Probleme auch in Schach hält, das sieht man derzeit nicht. Also nicht mit diesen Personen, die zur Diskussion stehen. Und dann haben wir auf Wunsch der Betroffenen, insbesondere auf Wunsch von Rendi Wagner, dieses Ergebnis auch hochgerechnet, weil wir ja vor einigen Monaten immer wieder gesagt haben, Rendi Wagner liegt viel schlechter als ihre Partei. Und sie mit Recht gesagt haben, naja, die Partei rechnet ihr ja hoch und bei den anderen verwendet ihr die Rohdaten. Und deshalb haben wir das hochgerechnet. Und das als Hochrechnung, wenn wir sagen, die Unentschlossenen werden nach ihrer Parteipräferenz und nach ihrer Sympathie aufgeschlüsselt, dann sehen wir, dass Rendi Wagner in Wahrheit, muss man sagen, leider, mit 24% sehr wohl schlechter liegt, als ihre Parteiwerte sind, weil die sind bei 27, wie wir gerade gesehen haben, sie liegt bei 24. Nehammer liegt um einen Hauch besser als die ÖVP, ÖVP-Wert 22%, Nehammer 24%, Kickl liegt logischerweise etwas schlechter als die FPÖ, das war zu erwarten, und Kogler liegt mit 10% für einen Vizekanzler katastrophal schlecht. Aber nur 2% Kanzlerbonus, lieber Herr Professor Bertelmeier, das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. In seiner schlechtesten Zeit, bevor er dann das Handtuch geworfen hatte, hatte Werner Faymann mindestens 10% Kanzlerbonus gegenüber seiner Partei. Ja, also der Kanzlerbonus von Karl Nehammer ist nicht vorhanden, ist nicht ausgeprägt, aber gleichzeitig ist auch sein Mitbewerberumfeld sehr, sehr schwach in der Bewertung, und da wird es interessant, wie es weitergeht. Also da ist alles offen. Rendi Wagner tut sich sehr schwer zu punkten, offensiv zu werden. Herbert Kickl ist an der Sohle, knapp dahinter, nicht weit weg. Also insofern, das wird sehr, sehr spannend. Und wenn man wiederum bedenkt, wie wichtig Spitzenkandidaten sind, wie wichtig da diese Nummer 1 in der jeweiligen Partei ist, dann muss man schon sagen, eigentlich haben alle eine ziemliche Personaldiskussion, ein ziemliches Personalproblem. Das passt nicht. Das passt weder bei der ÖVP noch bei der SPÖ, noch besonders glücklich ist die Situation bei der FPÖ. Die Personen werden derzeit nicht als die politischen Zukunftsproblemlöser Österreichs gesehen. Besonders spannend an den Umfragen der Lazarsfeld-Gesellschaft ist die Frage nach dem Vertrauensvorschuss oder nach dem Vertrauenszustand, nach der Vertrauenswürdigkeit. Und da wird zum Beispiel auch die Vertrauenswürdigkeit der führenden Politiker in diesem Land abgefragt. In die österreichische Bundesregierung generell vertrauen überhaupt nur noch 22% der Österreicher. Und das sind schon wieder 2% weniger als letzte Woche. Also das nähert sich schon langsam dem Nullwert, so absurd das klingen mag. Bundeskanzler Nehammer auch schlechter dran als letzte Woche. Nur noch 26% vertrauen ihm für einen Kanzler, eine Katastrophe. Vizekanzler Kogler praktisch gleich auf, 27%.
Der Bundespräsident liegt nach seiner Wiederwahl jetzt deutlich besser als früher, hat in dieser Woche wieder 2% zugelegt, hat immerhin 45% Vertrauen. Das sind zwar weniger, als ihn gewählt haben, und das sind auch weniger als 50%. Allerdings muss man sagen, Gott sei Dank ist es doch ein positives Saldo, weil Nichtvertrauen dem Bundespräsidenten derzeit nur 35%. Und wenn sich jetzt die Opposition freut, so wie sie das fast jeden Tag im Urausschuss des Parlaments macht, mein Gott, na, das Vertrauen in diese Bundesregierung ist im Keller, niemand vertraut ihnen mehr als Herr Bundeskanzler, dann kann Bundeskanzler Nehammer in Zukunft mit dieser Umfrage zurückantworten, denn den Oppositionsparteien und Oppositionspolitikern vertrauen überhaupt nur mehr 18% der Österreicher. Auch hier ein kräftiges Minus in dieser Woche. Das ist ja schon ein Schlachtfeld eigentlich, Herr Professor, oder? Naja, gerade beim letzten Wert Oppositionsparteien, natürlich, Diagnose richtig, 18% eher vertrauenswürdig, erbärmlich, der niedrigste Wert hier im Umfeld. Aber bei den nicht vertrauenswürdig wurde abgebaut, minus 8%, also da waren die Werte noch viel schlechter. Und die sind aber noch nicht angekommen auf der grünen Seite am Positivsaldo. Das heißt, da gibt es mehr Unentschiedene. Und dieses Indifferente ist so ein typischer Meinungsaggregatszustand, wenn etwas möglicherweise in Bewegung kommt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, müssen wir beobachten für die nächsten Wellen, dass sich bei den Oppositionsparteien ein bisschen der grüne Saldo, der positive Saldo verbessert. Könnte sein, diese minus 8% deuten in diese Richtung, dass hier vielleicht die Opposition im Augenblick ein wenig profitiert von den Dingen, die die Diskussion derzeit massiv bewegen. Da gibt es ja Chats der verschiedensten Art, also auch andere Medien betreffend. Da gibt es Chats, die betreffen natürlich Thomas Schmidt. Und die minus 8 da könnte durchaus jetzt bedeuten, dass die Opposition ein wenig profitiert. Aber das Ergebnis in Summe ist eine Katastrophe. Bis auf den Bundespräsidenten Van der Bellen schafft keiner einen nur annähernd sinnvollen Saldo. Und Sie haben schon angesprochen, Herr Professor, schauen wir uns gleich die Vertrauenswürdigkeit der Parteien an und damit die Frage, wie sehr ist denn die ÖVP durch ihre Chats unter Druck gekommen? Und da sehen wir, das ist natürlich ein katastrophales Ergebnis. Nur noch 19% der Österreicher halten die ÖVP für vertrauenswürdig. Das sind noch einmal 4% weniger als in der letzten Woche. Das heißt, da arbeitet natürlich die ständige Veröffentlichung der Thomas Schmidt-Chats enorm gegen diese Partei. 56% halten die ÖVP nicht mehr für vertrauenswürdig. Aber nur 19% halten sie für vertrauenswürdig bei immerhin 22% Wähler. Das heißt, selbst 3% der eigenen Wähler vertrauen der ÖVP nicht mehr. Die SPÖ liegt deutlich besser, immerhin 27%, auch kein rasend guter Wert, aber der Saldo natürlich viel besser. Die FPÖ liegt überraschenderweise noch schlechter, nämlich im Saldo, weil 62% sie für nicht vertrauenswürdig halten als die ÖVP. Allerdings erstmals ist die ÖVP in der Vertrauenswürdigkeit selbst auf den Wert der FPÖ zurückgefallen, nämlich 19%. Und die Grünen, mittlerweile auch jedes Vertrauen verspielt, nur mehr für 22% vertrauenswürdig. Und selbst die Neos liegen hier extrem schlecht, Herr Professor. Ja, wobei die Neos am ehesten diese Woche wieder Bewegung zeigen, nämlich in eine positive Richtung. Sie haben Misstrauen abgebaut um 6% und Vertrauen um 4% aufgebaut. Es haben die Grünen Misstrauen etwas abgebaut und es hat vor allem die SPÖ Misstrauen abgebaut. Und beim Vertrauen sind die Werte gleich geblieben. Das heißt, da gibt's mehr Unentschiedene. Wieder dieses Thema, möglicherweise ein Meinungsbildungsprozess. Also es scheint so, als würde durchaus die Opposition ein wenig zulegen können aufgrund der Diskussion rund um die ÖVP. Da mag was in Bewegung sein. Noch einmal, aber die Werte sind verheerend. 56% Misstrauensbekundung ÖVP, 62% Misstrauensbekundung FPÖ, das tut weh.
Das sind wirklich schlimme Werte für die Politik, für jene Institutionen, die eigentlich die Zukunft der Republik in Händen halten. Ja, und wenn Sie das schon ansprechen, Herr Professor, dann dürfen wir gleich eine Frage der Lazarsfeld-Gesellschaft hervorheben, die genau das abfragt. Wie groß ist das Vertrauen in die Demokratie, in die Republik derzeit? Und die Frage lautet, wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie und der politischen Kultur in Österreich? Wirklich zufrieden? Ich meine, das ist schon fast zum Weinen. Nur noch 3% der Österreicher. Eher zufrieden, immerhin noch 15. Also 18%, die auf eher zufrieden fallen. Aber 52%, die auf unzufrieden fallen und davon 29% sogar sehr unzufrieden. Also hier wackelt eine Säule der Demokratie. Die Österreicher beginnen an dem Zustand dieser Demokratie zu zweifeln. Und das ist natürlich das Gefährlichste, Herr Professor, richtig? Alarmierend. Die Werte sind noch schlechter als die Regierungszusammenarbeitsbewertung. Also hier haben wir Werte, die noch tendenziell tiefer liegen. Wieder 29%, die sagen, ich bin zutiefst unzufrieden, ich bin gar nicht zufrieden. Das ist eine massive Unmutsbekundung. Demgegenüber stehen nur magere 3%-Punkte. Also insgesamt wieder 52% auf der Negativachse, aber addieren wir doch oder andersrum rechnen wir doch die 18% minus 100, dann sind wir bei einem knappen Fünftel gegenüber 4/5, die sagen, nein, die Demokratie und die Kultur, so wie sie in Österreich derzeit gelebt wird, mit der bin ich nicht zufrieden. Und ich komme gerade aus Amerika und dort wurde dieselbe Frage gestellt. Und dort sind 30% der Amerikaner der Meinung, sie sind mit dem derzeitigen Zustand der Demokratie in Amerika nicht zufrieden, 70% aber sehr wohl. Das heißt, wir sehen, wenn wir das noch einmal einblenden, wie dramatisch dieser Wert im weltweiten Vergleich ist. Ja? Also in Amerika, wie gesagt, 30% unzufrieden, 70% zufrieden, in Österreich mehr als umgekehrt dieser Wert. Das ist einer der negativsten Werte, die man derzeit wahrscheinlich weltweit finden wird, Herr Professor. Ja, es ist erschütternd, weil das letztlich diese Identifikation mit dem Land, mit der Demokratie, mit unserer Staatsform betrifft. Und da sind wir offenkundig in einer sehr, sehr kritischen Verfassung. Und das in einer Zeit, die extrem unruhig und extrem herausfordernd ist. Also durchaus wiederum eine gewaltige Herausforderung für die Politik. Andererseits wäre das natürlich auch der Boden für Politik und für das Demonstrieren, dass Politik funktionieren kann und eine Zukunftsgestaltung ist eine sinnvolle. Aber offenkundig derzeit nimmt man es den amtierenden und praktizierenden Politikern nicht ab, dass sie diese Zukunftsgestaltung auch einigermaßen sinnvoll und meritorisch für uns alle und für die Zukunft sinnvoll machen. So, danke. Das war also der Zustand der Parteien in den Wochen nach den Schmidt-Chats und nach den Korruptionsenthüllungen katastrophal. Muss man sagen, wir gehen in eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über die Stimmung der Bevölkerung in dieser von der Inflation und der Teuerung geprägten Zeit. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, wir sind zurück zur Runde 2 bei der Umfrage der Woche mit Professor Werner Beutelmeier, dem Präsidenten der Lazarsfeld-Gesellschaft, uns zugeschaltet aus Linz und mit den neuesten Daten dieser Lazarsfeld-Umfrage zur aktuellen Woche, die ja geprägt ist von vielen Korruptionsvorwürfen, von vielen neuerlichen Thomas-Schmidt-Chats, aber auch von einem neuen Rekordwert bei der Inflation über 11%. Und das schlägt in dieser Umfrage ordentlich nieder. Wir stehen ja am Beginn des großen Weihnachtsgeschäfts. Das ist das, wo normalerweise die Kauflust steigt, die Stimmung der Menschen steigt, man positiv gestimmt ist und sagt, jetzt gehen wir einkaufen, jetzt machen wir unsere schöne Zeit. Wir freuen uns auf Weihnachten. Aber das wird heuer
vermutlich oder leider zumindest von der Kaufstimmung her ein sehr trauriges Weihnachten werden. Wir fragen zunächst einmal nach der Teuerung und da ist die traditionelle Frage der Lazarsfeld-Gesellschaft, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? Und da haben wir seit längerer Zeit einen sehr ähnlichen Wert. 73% sagen spürbar, das sind immerhin, der Herr Professor hat schon erwähnt, 3% weniger als letzte Woche. Allerdings der Wert sehr spürbar ist auf 38% gestiegen, das heißt, der steigt Richtung 40%. Der Wert eher spürbar oder etwas spürbar ist auf 35% gesunken. Nicht spürbar, dieser Wert ist mittlerweile nur noch bei 5% und nur noch 1%. Da muss es sich um die Milliardäre der Marke Benko handeln. Nur noch 1% sagen, die Inflation ist für sie gar nicht spürbar. Herr Professor, ein Wert, der zwar ein klein wenig Hoffnung gibt, weil die Teuerungsangst um 3% zurückgeht, aber natürlich ein katastrophaler Start in den Weihnachtskauf. Naja, es herrscht derzeit allergrößte Ratlosigkeit unter den Experten, wie sich das Weihnachtsgeschäft entwickeln wird. Die wichtigste Zeit für viele Branchen im Jahr. Die offiziellen Prognosen gehen auch in Deutschland und natürlich auch in Österreich von einer sogenannten sanften Rezession aus. Also sanft heißt ein Rückgang der Wirtschaft, erst so richtig im nächsten Jahr, aber geringfügig. Was heißt das? Geringfügiger Rückgang heißt, dass es offenkundig Branchen gibt, die ganz gut mit dieser Situation am Markt zurechtkommen, bei denen das Geschäft läuft, weil sie in Bereiche hineinliefern und produzieren, die nachgefragt werden und wo es eine stabile, ich denke jetzt an den Energiebereich oder an den Rüstungssektor oder wo immer auch man hinschaut, da gibt es viele Bereiche, die stabil laufen. Aber es gibt auch, und das ist das Spannende bei einer sanften Rezession, bei einem Mittelwert, der nur moderat negativ ausschaut, dass es offenkundig auch Bereiche gibt, wo es ordentlich wehtut. Und die Frage ist, wie schaut es aus im Handel? Wie schaut es aus bei den konsumentenbezogenen Angeboten? Und da sind diese Werte natürlich Feuer am Dach. Denn 38%, das sind 2/5 der österreichischen Haushalte, 40% nahezu der Haushalte, die sagen, mir tut derzeit die Teuerung sehr weh. Sehr schmerzhaft. Die müssen reagieren. Jetzt ist das Einkaufen, das Geschenke machen, eine Verhaltensweise, die stabil ist. Und wir sind verhaltensbetonte und verhaltensstabile Wesen. Aber wenn etwas sehr weh tut, dann werden wir unser Verhalten ändern. Darum denke ich, eine sanfte Rezession, ja, für viele Branchen wird es möglicherweise keine Rezession geben, weiteres Wachstum geben, für manche nur eine sanfte Rezession. Aber einige Branchen werden es sehr, sehr stark spüren, so wie der Konsument es sehr, sehr stark spürt, das Thema Teuerung. Und da, glaube ich, brauchen wir nicht viel nachdenken. Das sind diese fast-moving Consumer Products. Da glaube ich sehr wohl, da gibt es derzeit massive Konsumumverlagerung in Richtung preisgünstigere Angebote, in Richtung zum Teil Online-Kauf und. Also da tut sich etwas und diese 38% sind Feuer am Dach in vielen Branchen. So, und diese Frage genau beantwortend wird die nächste Frage der Lazarsfeld-Gesellschaft dazu anleiten, und zwar die Frage zum Ausgabeverhalten der Österreicher. Und wie wird sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten auswirken, fragt die Lazarsfeld-Gesellschaft. Und da sagen 68% der Österreicher, ich werde weniger Geld ausgeben. Nur 4%, das werden immer weniger, sagen noch, ich werde heuer mehr Geld ausgeben als im vorigen Jahr, Herr Professor. Ja, der Hintergrund ist ja bizarr. An sich würde eine zweistellige Inflationsrate ja ermutigen, dass man sagt, wenn ich Geld habe, versuche ich es sinnvoll zu investieren in Werte, die stabil sind, die Bestand haben, die zukunftsrelevant sind. Das Geld ist aber offenkundig nicht vorhanden für solche Investitionen. Und 68% sagen, ich muss auf die Bremse steigen, ich muss da vorsichtig sein. Und jetzt muss man sich wieder vor Augen halten,
Der Umsatz der Firma Österreich ist zu einem ganz großen Bereich oder resultiert zu einem großen Bereich durch Konsumentenausgaben. Das ist also das, was das Gewerbe, was die kleinstrukturierte Wirtschaft erwirtschaftet, nicht die Industrieumsätze und nicht das, was die Finanzmärkte machen und was exportiert wird, sondern die Masse des Bruttoinlandsproduktes, 60% bis 2/3, sind betroffen von dieser Aussage, ich werde weniger Geld ausgeben. Und darum glaube ich, da müssen wir durchaus das sehr differenziert sehen. 68% ebenfalls ein Wert, der bedeutet Feierabendtag. Enorme Herausforderung für viele Branchen. Die Last der Zukunftsbewältigung, der Konsumkrise, des Ausgabeverhaltens wird die Branchen sehr ungleich treffen. Und ich glaube, da hat die Politik noch gar nicht so richtig registriert, was auf sie zukommen wird im nächsten halben Jahr. So, die nächsten zwei Fragen darf ich zusammenfassen. In Ergänzung zum Ausgabeverhalten hat die Lazarsfeld-Gesellschaft auch das Konsumverhalten abgefragt. Konsumverhalten, da meint man unter anderem Essen gehen, aber auch Essen einkaufen. Wie viel konsumiert man? Da sind die Werte um einen Hauch besser, aber auch nicht sehr erfreulich. 52% der Österreicher sagen, sie werden weniger konsumieren, also weniger ausgehen, weniger dem Konsum zusprechen. 9% sagen, ich werde mehr konsumieren. Und daran anschließend das, was der Professor schon angesprochen hat, nämlich wie geht's der österreichischen Wirtschaft angesichts dieser fürchterlichen Daten. Und da ist die Mehrheit der Österreicher natürlich der Meinung, es geht ihr schlecht. 41% sagen, es geht ihr schlecht, 16% davon sehr schlecht, dieser Wert hat sich deutlich gebessert übrigens, 25% eher schlecht und erfreulich, zum ersten Mal nach langer, langer Zeit steigt der Wert, der sagt, unserer Wirtschaft geht es derzeit eher wieder gut. Und der steigt von 20% auf 23%. Nach wie vor nur 4% sehr gut, aber immerhin schon 19% eher gut, Herr Professor. Das heißt, das ist der Silberstreif am Horizont, den Sie am Anfang der Sendung gemeint haben. Naja, Konsum macht glücklich. Also wenn wir uns in der Lage sehen, dass wir uns was leisten können, dass wir eine gewisse Konsumflexibilität haben, dann definiert das die Lebensqualität. Werden wir uns noch anschauen, wie die aktuelle Lebensqualitätseinstufung aussieht. Nun, ich werde weniger konsumieren, ist natürlich auch Ausdruck der Angst. Werde mehr konsumieren, das sind nur 9%, das ist sehr, sehr wenig. Gleich viel konsumieren, 39%, also man sieht, dass also auch hier ist Sand im Getriebe, man tut sich schwer und im Endeffekt die Rechnung haben wir alle zu bezahlen, aber in erster Linie zunächst einmal die Wirtschaft, denn die Wirtschaft wird als vor einer Herausforderung stehend betrachtet. 41% sagen, der Wirtschaft geht es nicht gut. Viele Branchen müssen jetzt einmal die Energiekosten unterbringen, die Lieferkettenprobleme verkraften. Also so richtig Entspannung sehe ich in diesen 3% nicht, die jetzt dazugekommen sind, die auf dem Positivsaldo der Wirtschaft geht sehr gut oder eher gut. Ein knappes Viertel, 23% vermuten dies. Demgegenüber stehen immer noch 3/4, die sehen durchaus die Herausforderungen, die Zukunftsherausforderungen, die die Wirtschaft zu bewältigen hat. Ja, und dann kommen wir jetzt dann gleich zur Lebensqualitätsfrage. Vorher noch ganz kurz die Frage zur Solidarität in Österreich. Wie bewerten Sie den Zusammenhalt in Österreich im Vergleich zum Vorjahr? Na, da schaut es eher schlecht aus. Nur 13% sagen, der Zusammenhalt ist besser als im Vorjahr. Da war ja bekanntlich Corona-Krise. 57% sagen, der Zusammenhalt ist schlechter. 30% gleich. Und jetzt, wie vom Herrn Professor schon angesprochen, die Frage nach der Lebensqualität, die ja für viele Meinungsforscher eigentlich der Schlüssel zum politischen Befinden der Österreicher, aber auch zum seelischen Befinden der Österreicher ist. Und da lautet die Frage der Lazarsfeld-Gesellschaft, wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Und da sagen leider nur 17% der Österreicher besser, immerhin 2% mehr als in der letzten Woche. Es sagen 43% leider schlechter, das ist die große Mehrheit, auch 1% mehr als letzte Woche und 40% gleich. Also
das, was man sich von der Politik erhofft, nämlich dass es den Bürgern besser geht, das trifft nur für 17% der Österreicher zu, Herr Professor. Ja, dieses More and More, die bessere Lebensqualität, die besseren Aussichten, die sind nicht da. 17% ist ein sehr, sehr niedriger Wert, auch wenn er sich ein bisschen entspannt hat in der letzten Woche. Wir dürfen nicht vergessen, diese 17% stehen 83% gegenüber, die dezidiert sagen, es ist schlechter geworden oder es geht nur gleich gut. Ich stehe am Stand, ich komme nicht vom Fleck. Da ist Stillstand im System. Lebensqualität insgesamt ist unter Druck gekommen. Und das hat sehr viel mit unserem Konsumverhalten, mit unserer Lebenssicherheit, aber auch mit der Solidarität zu tun. Es gibt natürlich einen Trend zu Egoismen. Jeder lauft um sein Leiberl. Das ist auch Ausdruck der Werte vorhin. Die Solidarität, das Zusammenarbeiten, Zusammenhelfen ist weniger geworden. Die Solidarität war in Phasen von Corona, gerade in der ersten Etappe 2020, relativ stark ausgeprägt in der Bevölkerung. Das ist derzeit nicht mehr zu finden in den Daten. Also insgesamt auch das, beides, Solidaritätsverlust und Lebensqualitätsverlust, zeigt die enorme Sorge, die auf der Bevölkerung lastet. Und jetzt kommen wir mal zur letzten Frage, die das alles irgendwie zusammenfasst und die ein bisschen in die Seele der Österreicher hineinschauen lässt. Nämlich, wie sehen Sie die nächsten 12 Monate. Sind Sie für die nächsten 12 Monate eher optimistisch, eher pessimistisch oder unentschieden? Und das ist natürlich eine Situation, die nicht sehr erfreulich ist, denn nur 25% der Österreicher sehen die nächsten 12 Monate optimistisch. Das ist gerade in der Vorweihnachtszeit, auch in der Vorsilvester- und Vorneujahrszeit ein sehr, sehr magerer Wert, obwohl er, so wie viele andere Fragen, 2% besser ist als in der Vorwoche. Das heißt, ein kleiner Silberstreif am Horizont ist zu sehen. Pessimistisch sind nach wie vor 52% der Österreicher, mehr als die Hälfte, allerdings auch hier 3% weniger als in der Vorwoche. Das heißt, da verschiebt sich das vor Weihnachten, vor Silvester ein bisschen ins Positive. Und 23% sind unentschieden. Herr Professor, dürfen wir uns auf ein bisschen mehr Optimismus freuen? Oder sind die vielen Pessimisten in Österreich nach wie vor eigentlich das große Problem? Also wenn man die Entwicklung des Optimismus seit 24. Februar betrachtet, da haben wir in Serie nur niedrige Werte gemessen, die ein wenig auf und ab pendeln, dann zeigt der Trend seit 24. Februar eigentlich weiter nach unten, tendenziell nach unten. Und das Interessante ist eben dann, wenn der Optimismus etwas besser bewertet wird, wie diese Woche, dann tut sich die FPÖ schon ein bisschen schwieriger. Wir haben da eine Negativkorrelation. Wenn der Optimismus runtergeht, das war zumindest die letzten Wochen immer so, dann gehen die Werte der FPÖ rauf. Also da gibt es ein Korrelat, ein ganz interessantes. Aber zunächst einmal, wir haben offenkundig die Talsohle der depressiven Einstellung, des fehlenden Zukunftsoptimismus ist noch nicht erreicht. Es geht langsam zurück, aber es bröckelt immer noch. Also wer also glaubt, na ja, jetzt gibt es eine gewisse Normalität, wir haben uns daran gewöhnt, an die Szenen, die da in der Ukraine passieren, an die Energiepreise und an das Chaos in der Politik, der irrt. Nein, es ist immer noch Erosion beim Optimismus gegeben. Und auch wenn es diese Woche leicht nach oben geht, das ist halt so ein Flackern, ein Auf- und Abflackern, hat mit verschiedensten Dingen zu tun. Es ist keine Trendwende. Es ist kein Erreichen der Talsohle. Und das Spannende ist ja auch, wenn man sich das dann ein bisschen anschaut nach Wahlpräferenzen, dass das recht unterschiedlich ist. Dass also die ÖVP-Präferenten wesentlich optimistischer sind. Und da müssen wir jetzt zurückdenken, wer ist das? Das ist die Liga der Pensionisten, der sagt, was soll mir passieren? Eigentlich, meine Zukunft ist gesichert. Wenn ich in die anderen Wählerkreise hineingehe, SPÖ-Präferenten oder andere, die jünger ausgestattet sind, dann merkt man plötzlich tiefer Pessimismus. Also ganz interessant, dass hier offenkundig in den wähleraffinen Gruppen recht unterschiedliche Befindlichkeiten sind. Aber das Grundproblem, dass es massiv an Zukunftsoptimismus mangelt, das hat sich nicht geändert. Und da sind wir leider immer noch auf dem falschen Weg derzeit unterwegs.
Ja, wir müssen also die Hoffnung auf ein kleines Weihnachtswunder, auf mehr Optimismus vor dem Christkind und auf eine bessere Stimmung im Land zumindest um eine Woche verschieben. Nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder, vielleicht dann schon mit ein bisschen besseren Daten, weil ein bisschen kann man ja sagen, die Daten zeigen vielleicht ein ganz, ganz klein wenig nach oben, wenn wir an diesem Donnerstag heute ein bisschen optimistisch sein wollen, bevor die eigentliche Weihnachtseinkaufswelle beginnt. In diesem Sinn, das war unsere aktuelle Umfrage in der Woche, wie immer am Donnerstag für Sie. Wir sagen danke, Professor Beutelmeier, fürs Zuschalten, so spät am Abend noch aus Linz. Gehen in eine kurze Werbepause und dann wird am Schluss dieser Sendung Wolfgang Rosam, der bekannte PR-Berater, eine Art politische Bilanz dieser Woche ziehen, ein bisschen auf diese Umfrage eingehen, vor allem aber seine Bilanz der Chats von Thomas Schmid und von unseren Medienmachern in diesem Land ziehen. Gleich bei uns, PR-Berater Wolfgang Rosam.